Hallo zusammen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe zwei ganz besonders kuriose Instant-Nudeln für euch, und zwar Pokémon-Nudeln aus Singapur und Maggi-Instant-Nudeln als More Chili Shock Spicy Curry irgendwas. Das war, glaube ich, aus Kuala Lumpur, wenn ich mich recht erinnere. Also Dinge, die ihr hier nicht bekommt, und ich bin super gespannt, wie sie schmecken. Vor allem Maggi, klar, die machen bei uns auch Instant-Nudeln, aber dass ich die in Asien gefunden habe und dann wirklich als asiatische Instant-Nudeln gemacht. Das hat mich dann doch ein bisschen gewundert. Ich fand das super interessant. Das Ganze hier, oh, das ist sogar challenge-mäßig. Ich habe jetzt so ein bisschen Angst, dass das hier richtig scharf ist. Ich gucke gerade mal, was hier so draufsteht. Ah, nee, es könnte übrigens auch aus Singapur gewesen sein, sehe ich jetzt gerade mal. Irgendwie ist das da manchmal so ein bisschen fließend in der Region. Ich hoffe übrigens, ihr habt die Reisevideos gesehen, sonst schaut da gerne nochmal rein. Also die werden wir jetzt jedenfalls beide mal ausprobieren, und ich fange, glaube ich, an mit dem Pokémon-Teil. Ich sag mal, wir können hier natürlich auch mal kurz draufschauen, was drin steckt, beziehungsweise bei dem auch. Aber ich meine, es wird Aromen ohne Ende sein. Und ja, hauptsächlich Nudeln, Sojasauce und so weiter. Das Japanische kann ich überhaupt nicht verstehen. Das habe ich, glaube ich, aus Donkey auch. Ja, das soll dann theoretisch irgendwie mit Mais auch sein. Da kann man Pokémon als Deko drauflegen. Ehrlich gesagt, ich muss gleich erstmal nochmal einen Übersetzer anschmeißen, weil ich verstehe kein Wort von dem, wie man das machen soll. Hier Produkt aus Japan, aber wie gesagt, in Singapur gekauft. Und hier sieht das natürlich ähnlich aus, auch natürlich Aromen und so weiter und so weiter. Und ja, wahrscheinlich sehr scharf. Hot Head Spicy Curry, Simply Good, with real flaming chili taste. Okay. Ich guck mal hier rein. Den Übersetzer hole ich gleich. Oder mache ich gleich mit meiner App, eher gesagt. Okay, das kann man dann wahrscheinlich oben drauf legen, diesen Pokémons. Glaube ich, oder? Kann man den essen? Ich weiß es nicht. Es sieht so aus hier, oder? Ah, nee, ist was anderes. Ich glaube, das ist wahrscheinlich eher zum Sammeln. Ist ja jetzt auch noch eine Soße drin. Ah, da! Ah, da sind sie drin. Die Pikachu, Teile. Ja, ich finde das jetzt mal raus, wie das hier eigentlich funktioniert. Ich habe dann herausgefunden, wie es funktioniert. Hier sind die Pikachu-Nudeln, und hier sieht aus wie so eine Pikachu-Mortadella oder sowas. Keine Ahnung, was das sein soll. Es sieht auf jeden Fall ein bisschen weird aus. Und es sind halt einfach Instant-Nudeln, ja. Also seien wir ehrlich, das ist jetzt hier nichts, wer weiß was Spektakuläres, aber ich fand es witzig, und es sind Pikachu-Nudeln. Und ich weiß noch, ich erinnere mich noch dran, wie ich dann im Laden dachte, oh, das könnte was für YouTube sein. Hier sogar mit ein bisschen Mais drin. Es riecht tatsächlich auch ganz gut, so ein bisschen geröstete Sesamnote. Ja, ich freue mich jetzt mega auf die Pikachu-Nudeln. Also es riecht irgendwie geil. Aber irgendwie riecht es auch nach Seafood, merke ich jetzt gerade mal, was ich eigentlich nicht so geil, nicht so geil finde. Ich kaufe mir nicht gerne Instant-Nudeln mit Seafood-Geschmack. Das andere ist übrigens einfach so ein Glitzer-Sticker irgendwie gewesen. War auch bei der Übersetzung, als ich den Deckel habe übersetzen lassen mit der Google-Übersetzer-App. Ich habe da sowas wie so Glitzer-Dingen oder sowas. Boah, krass, sehr salzig. Aber lecker, ich mag das. Ich finde, dass Instant-Nudeln so gut wie nie nach dem schmecken nach dem, was draufsteht. Konsistenz der Nudeln ist weich. Ich habe es aber auch 2-3 Minuten länger ziehen lassen. Es schmeckt mir. Es ist einfach wie so eine würzige Brühe. Typisch Instant-Nudeln ohne irgendeinen besonders prägsamen Geschmack. Aber ist nicht schlecht. Jetzt esse ich hier so ein Pikachu-Ding noch. Ich hoffe, die kann man auch essen. Weiß ich, Pikachu-Mortadella oder so? Keine Ahnung, wonach es schmeckt. Es schmeckt alles nach Natriumglutamat und nach Salz und Sojasauce. Ja, nicht schlecht. Mal gucken, wie die nächste Sorte ist. So, wir kommen zu Hot Head Spicy Curry. Simply good with real flaming chili taste. Vor allem mit echtem Chili-Geschmack. Heißt ja dann nicht, dass echte Chili drin ist. Die Zutaten, die Nudeln erstmal hier oben, und dann die Gewürze, Salz, Geschmacksverstärker, Palmfett, nochmal Mehl, Sojasauce, Koriander, Hefeextrakt ist auch ein Geschmacksverstärker, Aromen, Gewürze hier, nochmal ein Geschmacksverstärker, so Natriumguanylat ist auch einer, Curryblätter sind drin, Anti-Caking Agent, glaube ich, so Anti-Zusammenklebe-Agent oder sowas. Karamell, Chili steht jetzt hier nicht, hier steht nur Spices, also ja, vielleicht ist gar kein Chili drin.
hergestellt in Malaysia. Von Maggi. Ich meine, wie cool ist das denn? Ach geil, ist sogar so eine trashige Plastikgabel drin. Cool. Also, so ein Block hier. Diese Nudeln trocken zu essen ist übrigens extrem geil. Also, okay, alles da rein. Ob das wohl auch irgendwie so eine Maggi-Note hat, da bin ich mal sehr gespannt. Übrigens, ich verweise hier an meinen eine Woche lang Maggi 5 Minuten Terrine und eine Woche lang Knorr-Snack und sowas, Instant-Gerichte-Tests und auch von Birk, glaube ich, auch was getestet. Leider gibt es kaum noch Produkte, wo man so eine Woche, scheiße, ich habe vergessen den Deckel, ich habe den Deckel ganz abgezogen. Leider gibt es kaum Produkte, wo man so eine Woche-Test machen kann, aber ich bin da dran, da nochmal was zu machen. Vielleicht diese Asia-Nudelsnacks von Maggi oder so. 3 Minuten stehen, dann probieren. So, Zeit ist um. Au, Mann, frisches drauf gemacht. Jetzt halt's probieren. Es riecht, ehrlich gesagt, wie fast alle Instant-Asia-Nudeln. Hat so diesen ganz typischen Geruch, der vermutlich irgendwie auch von diesen Nudeln einfach kommt. Ich wette, die kommen alle aus der gleichen Fabrik, die so groß ist wie eine ganze Stadt in China irgendwo, die Nudeln. Wisst ihr, was ich an diesen Nudeln so geil finde? Dass sie immer so ein bisschen Biss haben, so ein bisschen knackig sind. Ich merke übrigens schon, das ist scharf und ich hatte nur so ein bisschen Brühe um die Nudeln rum. Ich mag diese Art Nudeln. Ist aber nichts Besonderes. Also ich erkenne jetzt hier keine typische Maggi-Note. In Deutschland hat jedes Maggi-Gericht so eine typische Note, wie ich finde. Gerade die Instant 5 Minuten, die riechen alle. Also im Grunde, die Grundmischung ist, glaube ich, auch überall gleich. Und dann packen sie mal Brokkoli rein, Kartoffelpüree, Nudeln, Gulaschsuppe. Aber ich wette, die haben einfach so eine Maschine, wo so einfach so draufsteht Maggi. Grundmischung, dann machen die einfach in jedes ihrer Produkte das irgendwie rein. Also das ist scharf, ich probiere jetzt mal nur die Brühe. Aber wie gesagt, das hier, das schmeckt überhaupt nicht so. Boah, die ist echt scharf. Curry, oh, ich weiß nicht, so ein ganz bisschen vielleicht. Boah, ich glaube, das kann man kaum trinken. Aber das ist brutal, also... Das ist echt scharf. Also ich glaube nicht, dass ich den ganzen Becher austrinken möchte. Die Nudeln selbst mit der Brühe geht halt, aber wenn man die Brühe trinkt, dann ist das schon ordentlich scharf. Ich würde jetzt auch so weit gehen, dass das schärfer ist als jedes Massen-Instant-Produkt, was es in Deutschland gibt. Mag so ein paar Spezialsachen zu geben, die man vielleicht im Internet bekommt, aber die Sachen so im Supermarkt, die sind alle nicht so scharf wie das hier. Also es ist scharf, das Husten liegt nicht unbedingt daran, dass es jetzt so extrem scharf ist, aber manchmal kommt so diese scharfe Brühe, wenn man die rechtzeitig schluckt, dann läuft das so ein bisschen hinten in den Rachen und dann wird es richtig scharf, weil es dann irgendwie an so andere Stellen kommt. Die Lippe brennt, also es ist schon heftig und im Vergleich zu den anderen, zu der Pokémon-Nudeln auf jeden Fall viel schlimmer. Aber ich finde es irgendwie sympathisch, weil Maggi draufsteht und weil es aus dem Urlaub ist. Und die Pokémon-Nudeln fand ich aber irgendwie noch geiler, einfach wegen der Pokémon-Packung. Beides einfach lustig, schön gewesen auszuprobieren. Wenn ihr es mal irgendwo seht, nehmt es mit. Aber dafür müsst ihr wahrscheinlich nach Asien fliegen oder in den japanischen Supermarkt gehen oder sowas. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.